Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 14. Juni 2019. Die alten Mayas haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Und sie haben im Einklang gelebt mit der Natur, im Einklang auch mit den kosmischen Einflüssen. Für uns ist es etwas fremdartig, aber ich möchte das näher bringen. Bei Mayas gibt es 20 Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 ist die heilige Zahlen, die Mayas. Diese 13 Tage sind wie in unserem Kalender die 7 Tage Woche. Wir befinden uns in 15. Wellen und es dauert bis 23. Juni 2019. Eine Welle bedeutet Töne oder Frequenzen, Schwingungen. In dieser Welle herrscht Akbal. Akbal bedeutet Nacht. Und das ist unserem Träume, unserem Unbewussten. Und das ist eine wichtige Zeitqualität nach innen schauen. Wir sollen diese Tage betrachten wie eine Übergangsphase. Jetzt sind wir in Verbindung zu unserem Seele und das sind gerade die Erneuerungsprozesse und gleichzeitig auch die Heilung. Wir befinden uns im heutigen Tag in dem 4. Tag dieser 15. Welle, also herrscht im heutigen Tag die Zahl 4. Und das bedeutet Sicherheit, Stabilität und Struktur. Das sind gerade die Grundbedürfnisse. Die heutige Tagesenergie zeigt sich hier mit Kimi. Und Kimi bedeutet übersetzt der Tod. Natürlich kann das auch Todesfall sein oder eine erbschaftliche Situation. Oder die Verbindung, die Erinnerungen an Verstorbenen. Aber dieser Tod bedeutet eher Wiedergeburt, die Erneuerungsprozesse, die Transformation, das Loslassen, befreit zu sein von etwas. Es ist auch wichtig, zur Ruhe kommen, meditieren, wie soll das weitergehen. Wir brauchen einen Plan. Weil wir brauchen auch die Sicherheit, Stabilität und Struktur. Im körperlichen Ebenen steht die Energie in Verbindung zu unserem Unbewussten, unserem Träumen, unserem Psyche. Als Krafttier gilt heute die Rabe. Und das war die Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.